Hallo, wir haben hier unsere Logitech Headset. Das ist in diesem Fall das Modell G332 und an diesem Beispiel wollen wir euch erklären, wie man an so einem Headset oder Kopfhörer die Ohrpolster erneuert. Das geht eigentlich sehr einfach, denn zuerst zieht man hier einfach an dem alten Ohrpolster ganz einfach ein bisschen nach oben, während man kräftig an dem Headset festhält und dann kann man hier einfach das alte Polster hier über so eine Plastiklippe hinweg abziehen und dann das neue Ohrpolster, das installieren wir dann, indem wir hier an der unteren linken Ecke hier anfangen. Also da diese Ecke, die hier so am meisten hervorsteht. Also ihr könnt ja erkennen, in welche Richtung, Orientierung hier das Ohrpolster installiert werden muss. Die obere Kante hier, die ist wesentlich breiter als die untere. Und dann haben wir halt hier diese Ecke und diese Ecke. Die fügen wir erstmal hier über diese Lippe am Ohrhörer. Also da werden wir die einfach erstmal hier drüber stülpen und dann werden wir die sichern, indem wir hier erstmal mit dem Finger genau auf das Leder drücken, um damit hier das Ohrpolster festzuhalten. Und dann arbeiten wir uns ganz langsam immer weiter hier voran und dabei nicht vergessen, dann halt auch mit dem Finger immer etwas weiter zu gehen. Damit wir halt damit das Polster nicht wieder herausrutscht. Und dann irgendwann werden wir halt auch an der Oberkante hier ankommen. Und in dem Fall müssen wir hier wieder kräftig am Ohrpolster ziehen, um dann hier das gesamte Ohrpolster über diese Lippe zu stülpen. Und sobald wir das geschafft haben, dann wackeln wir einfach mit dem Ohrpolster noch ein bisschen hin und her, damit es genau richtig sitzt und dann sind wir im Grunde auch schon fertig. Ja, und das war's auch schon für dieses Video. Ich hoffe, die Information war hilfreich und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann hinterlasst doch unten einfach einen Kommentar.